Liebe Community, lieber Marco und herzlich willkommen. Als ich gestern gesehen habe, welche großen Wellen meine Kritik geschlagen hat und wie kontrovers seither nicht nur unter meinen Videos über das Thema diskutiert wurde, war ich selber überrascht. Ebenfalls ein anderer YouTuber, spiritueller Anarchist, hat ein Video über meinen Konflikt mit Marco Hümer gemacht, in dem er positiv anmerkt, dass ich das Thema angesprochen habe, es aber nicht gut finde, dass ich Marco eine Lüge vorwerfe. Ich entschuldige mich dafür, Marco eine Lüge vorgeworfen zu haben und werde den Titel des Videos ändern und das Video entsprechend editieren, da es sich nur um eine Vermutung meinerseits handelt. Ist es wahr, dass ich lediglich Indizien vortrage, die Beweislage für eine Lüge aber nicht ausreicht? So etwas lässt sich einfach nicht beweisen. Wenn er das so erlebt hat, dann könnte es stimmen. Die Bezeichnung Lüge ist daher zu hart gewählt, das gebe ich zu. Allerdings ist meine Meinung zu der Geschichte nach wie vor die, dass ich sie dir, Marco, persönlich nicht abnehme. Ich finde es des Weiteren nicht falsch, dass du Frequenzen anbietest, da durch YouTube alleine nicht viel Geld zu verdienen ist und ich ebenfalls verstehe, dass solche Einnahmen notwendig sind, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, unabhängig von deinem vermutlichen Vermögen. Man möchte für seine Mühen angemessen entlohnt werden. Ich gebe zu, dass du vielen positiven, kostenlosen Inhalt zur Verfügung gestellt hast, von dem auch ich profitiert habe. Ich freue mich sehr, dass Marco Hümer aufgrund der Diskussion bereits seine Preise im Brainwave 3D-Shop angepasst hat. Die Preise halte ich so für angemessen und ich bin sehr froh, dass du dich somit auf die Kritiker zubewegst. Ebenfalls würde ich dir raten, in Zukunft mehr kritischere Kommentare unter deinen Videos zuzulassen und etwas weniger Werbung zu machen. Ansonsten gefällt mir dein Kanal sehr gut. Die Intention hinter meinen Videos war nicht, Aufmerksamkeit zu erregen, sondern eben genau diese Diskussion anzuregen. Wie schon erwähnt, bringen mir diese Views auf meine Videos bislang aus finanzieller Sicht rein gar nichts und das war mir von vornherein klar. Ebenso, dass ich mit viel unsachlichem Hate rechnen müsste. Ich habe diese Videos gemacht, weil mir irgendwann klar wurde, dass wenn ich das Thema nicht anspreche, es niemand tun würde. Und ich habe sehr lange damit gehadert, es anzusprechen. Meine Art, das zu tun, mag radikal gewesen sein, aber hätte ich Marco persönlich angeschrieben oder einen Kommentar unter seine Videos geschrieben, dann wäre er wahrscheinlich gelöscht worden oder die Nachricht unbeachtet geblieben. Persönlich bringen mir dann diese Videos nichts. Ich habe viel mehr Arbeit reingesteckt, als ich finanziell davon erhalte, nämlich absolut gar nichts, denn man kann Videos erst ab einer Abonnentenzahl von 1000 monetarisieren und selbst wenn ich diese Videos monetarisiert hätte, hätte ich davon höchstens wenige Euros enthalten, was meine Mühen in keinster Weise entschädigt. Ich habe durch die Kritik an Marco Hümer also keinen Fame erlangt, sondern lediglich eine Diskussion angeregt. Ich musste im Übrigen auch ordentlich einstecken. Ich habe mich auch mit niemandem gestritten. Insofern finde ich den Standpunkt von spiritueller Anarchist mit deinem Thumbnail Spiritual Wars, Astral Real Talk versus Marco Hümer irreführend. Marco Hümer hat sich noch nicht mit mir in Verbindung gesetzt. Wir haben nicht miteinander geredet. Lediglich habe ich eine Meinung zu seinen Produkten formuliert, wie es auf seinem Channel sonst nicht möglich gewesen wäre. Wie gesagt, meine Kritik war möglicherweise hart, aber ist es lediglich eine Meinung, so wie jeder Hate-Kommentar unter meinen Videos ebenfalls eine Meinung ist, auch wenn auch keine besonders konstruktive. Es ist wahr, dass ich mich in meinen Videos eher an die Abonnenten von Marcos Kanal gerichtet habe, anstatt an Marco persönlich. Und das hat den einfachen Grund, dass ich nicht damit gerechnet hatte, dass Marco Hümer persönlich etwas bewegen würde, da er eben normalerweise restlos alle negativen Kommentare entfernt, auch solchen, denen Abonnenten sich über zu hohe Preise für seine Frequenzen beschwert haben. Ich freue mich aber sehr, dass dies nun doch gelungen ist. Ab jetzt werde ich keine Kritikvideos mehr über Marco Hümer machen. Meine Intention hinter dem Kanal war es nicht, Marco Hümer zu vernichten, sondern einen unkommerziellen Austausch zum Thema AKE und luzides Träumen zu ermöglichen. Und darum wird es in Zukunft auch auf meinem Channel gehen. Ich werde Videos über meine persönlichen Erfahrungen zu AKEs machen. Und von mir aus begrabe ich gerne das metaphorische Kriegsbeil mit Marco Hümer. Mit seiner Reaktion bin ich sehr zufrieden und ich bin davon auch sehr überrascht.